Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich dachte, ich bringe ein Gastgeschenk mit. Ne? In so modernen Zeiten, wo keiner so richtig weiß, wo geht die Reise hin, habe ich ein Erfolgsrezept mitgebracht. Ja. Schauen Sie es einfach mal an und entwickeln Sie mal eine Idee, was das sein könnte. Sie wissen, ich komme aus der Bauchemie. Eine Idee? Ich vermute, es ist eine Mischung für Zement. Könnte man glauben, ja, vielleicht. Kuchen ist es nicht. Kuchen ist es nicht. Ne? Na? Ich löse mal auf. Es ist grundsätzlich die Zutatenliste für uns als Mensch. Hätten Sie nicht gedacht, ne? Dass aus sowas irgendwie sowas hier werden kann. Ja? Und das ist also auch schon die Einleitung in diesen Vortrag. Man darf nicht irgendwie nur auf Basis von augenscheinlichen Dingen vermuten, dass das rauskommt, sondern es kann ganz was Hervorragendes rauskommen, obwohl man gar nicht weiß, was so alles möglich ist. Das bin ich, 1976 geboren, 1,80 groß, Schuhgröße 41,5, manchmal 42, kommt auf den Hersteller an. Eine Frau, 1,5 Kinder, jetzt werden Sie sich fragen, wie hat er das gemacht? Ich lebe da auch in einem etwas, ja, nicht mehr so unorthodoxen System einer Patchwork-Familie. Das heißt also, meine Frau hat einen Beutesohn mitgebracht und so erklärt sich diese statistische Abweichung. Ja. Mein Job, Jan hat es gerade angedeutet, in dem Unternehmen bin ich sicherlich als, ja, optimistisch und positiv formuliert Freigeist unterwegs, Querdenker, aber in der Regel bin ich ein bezahlter Spinner. Spinnen im positiven Sinne kann natürlich alles bedeuten, und zwar Netzwerke, Ideen. Ein Spinner auf Englisch ist jemand, der etwas anschiebt, antreibt, in Bewegung setzt. Und ich glaube, das ist das, wo auch damals, als ich 2013 die Reise in diesem Innovationsbereich bei Adix begonnen habe, der Ansatz lag. Ja? Also man wollte auf Basis von wahrnehmbaren Veränderungen und Anforderungen in diesem Markt sich schon noch ein bisschen neu positionieren und auch außerhalb des Kernbereichs neue Dinge erschließen. Ja, so laufe ich dann in Witten, wo unser Hauptsitz ist, oft über die Straße. Das könnte ich auch sein. Und das ist mein Job, Dinge zu hinterfragen. Gleich zu Anfang mal die Frage an Sie. Wer war dieses Jahr im Sommer- oder Herbsturlaub? Ja, ist die Mehrheit. Haben Sie sich verdient. Wer war in der Sonne? Ja, wird schon weniger. Wer hatte einen Pool zur Verfügung? Ja, wird immer weniger. Wer von Ihnen ist da mit einer richtig gepflegten Arschbombe oder mit dem Körper reingesprungen? Sehr gut. Ein bisschen gedauert, aber genau das ist es eigentlich. Warum machen wir einige Dinge nicht mehr? Warum verlernen wir Dinge? Und wenn man sich das anschaut, in so konservativen Unternehmen oder in Entwicklungen, etablierten Branchen, ist es eigentlich das, dass irgendwo in der Zeit Dinge verloren gehen. Ich will nicht sagen, dass wir kindlich sein sollen oder bleiben sollen, aber wenn Sie sich überlegen, was damals alles möglich erschien und möglich war als Kind, weil sie einfach überhaupt nicht durch Erfahrungen vorbelastet sind oder gewesen sind, dann haben sie Dinge wahrgenommen, anders erkannt, anders gesehen, und das geht über die Zeit verloren. Ist menschlich, ein bisschen schade, aber für gerade Disruption, Innovation, Dinge anders zu sehen, ist es eigentlich eine elementare Voraussetzung, Dinge auch nochmal anders zu sehen und ein bisschen spielerischer ranzugehen. Was sehen Sie? Sie sehen einen Karton. Wenn Sie damit rumspielen würden und aus Mangel an Alternativen eine Lösung entwickeln sollen, wie Sie sich die Zeit vertreiben, dann könnten Sie in gewisser Weise auf solche Ideen kommen. Da baue ich mir ein Boot raus oder spiele damit ein Auto. Das ist eher so ein kindlicher Ansatz, naiv, aber Sie sehen Dinge in Dingen, die eigentlich für was anderes bestimmt sind. Und darum geht es eigentlich konsequenterweise in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, nicht in dem angestammten Kompetenzfeld, neue Dinge zu ermöglichen oder zu sehen. Wenn wir über die Zukunft reden und was so als nächstes kommt, dann ist
Eine normale Herangehensweise, wenn Sie sich jetzt den Weg aufzeichnen würden, dieser hier. Das heißt also, wir kommen aus dem Jetzt, entwickeln eine Perspektive und zack, Vollgas in die Zukunft. Da spielt aber auch so ein bisschen Hirn des Menschen in die Funktionsbereiche dieser Ideenentwicklung hinein. Und diese lineare Fortschreibung von Projektionen, die wir haben, das heißt also, wo wir jetzt sind und wo wir in der Zukunft sein wollen, das können wir machen. Unser Hirn hilft uns dabei. Aber wenn wir das linear, und das ist absolut menschlich, fortschreiben, dann kommen wir von heute mit unserer Perspektive, die wir haben auf das Sein unseres Unternehmens oder unser Selbst, zu einem Punkt in der Zukunft. Nur die Linearität, wie gesagt, ist menschlich, aber extrem hinderlich. Weil sich in der jüngeren Vergangenheit und nicht nur da gezeigt hat, vom Jetzt bis in die Zukunft bewegt sich eigentlich nichts linear oder so, wie es geplant wird. Wer hätte gedacht, dass Donald Trump und Co. die Welt irgendwo so verändern, wie sie es getan haben. Also vor ein paar Jahren hätte ich es noch nicht erwartet. Dinge im Umbruch wie Industrien, die du angesprochen hast, mit Mobilität auf einen Schlag, werden Technologien, die über Jahre eigentlich etabliert wurden, über den Haufen geworfen und werden Industrien gezwungen, sich neu zu erfinden. Das heißt also, das ist eher so ein Weg, den man bereit sein muss zu gehen. Manchmal geht es auch schneller, manchmal anders, aber die Umwege zum Ziel oder in die Zukunft, muss man einfach darauf gefasst sein, dass es nicht immer geradeaus geht. Und jetzt kommt noch was dazu, und das ist unter diesem Eindruck von VUCA natürlich nochmal extremer. Wenn Sie sich einen Wettbewerb angeschaut haben in den vergangenen Dekaden, dann war das so, Sie kannten Ihre Wettbewerber, Sie wussten, wie die sich verhalten, Sie hatten ein relativ gutes Benchmark-Verständnis in einer überschaubaren Dimension des Wettbewerbs. Da waren Sie auf so einer Kurve unterwegs. Durch VUCA machen wir aus zwei Dimensionen eigentlich einen multidimensionalen Raum. Das heißt also, Sie kommen auf einmal in Konflikt oder in Begegnung mit Wettbewerbern, die Sie so gar nicht auf der Platte hatten. Ja? Und das passiert dann auf einer ganz anderen Ebene. Die steigen anders ein, die sprechen andere Kunden an. Der Kunde orientiert sich vielleicht zu anderen Wettbewerbern, weil die ein Angebot haben, was substituierbar mit ihrem ist. Das heißt also ganz neue Verhältnisse, die es so aus klassischem Industrieverständnis und Konkurrenz- und Wettbewerbsbetrachtung heraus gar nicht gab. Die Zukunft macht auch immer so ein bisschen, naja, Angst. Und was glauben Sie, wann das Bild entstanden ist? Können Sie es erkennen? Sitzt also ein Astronaut als Bettler am Straßenrand und sieht sich der neuen Zukunft mit Robotik ausgesetzt, ja? Es könnte so, ich denke mal, so zwischen 1950, 1970 ungefähr. Ja, ist aus dem Jahr 56. Mhm. Das heißt also schon eine gute Zeit her. Und vor zwei Jahren habe ich dieses Cover gesehen, paar 60 Jahre später sitzt da der Hipster und fürchtet um seinen Job, aber grundsätzlich bleibt diese Zukunftsangst oder Zukunftsdimension, wir verlieren da irgendwie die Kontrolle und heute das Thema eben VUCA macht es nicht besser und einfacher. Was wir haben in Unternehmen, die angestammt sind, etabliert sind, und auch in anderen Bereichen, es muss ja immer weitergehen, es muss ja immer mehr wachsen, es muss eigentlich die Kurve exponentiell. Bloß, haben Sie schon mal irgendwie so eine unendliche Kurve nach oben irgendwo gesehen, wenn Sie im Unternehmen waren? Dass es immer nur den Hockeystick gibt? Irgendwann ist es wahrscheinlich, dass so ein Tipping Point kommt, sich irgendwas verändert. Und ich glaube, darauf kommt es an, da die Signale rechtzeitig zu erkennen. Das heißt also, irgendwo, wenn wir hier so eine schöne 8 uns mal vorstellen, die wir auf die Seite gekippt haben, man fängt irgendwo an, hat eine Idee, Unternehmensgründung, baut das auf, entwickelt, geht in die Schleife, baut das auf, wächst, hat den Höhepunkt und dann merkt man schon, irgendwo knistert es im Gebälk und irgendwo könnte irgendwo was passieren. Da ist dann Potenzial nicht nur für Wettbewerb, sondern auch für uns selbst. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir den Zeitpunkt verpassen, rauschen wir runter, dann müssen wir uns neu erfinden, müssen uns neu irgendwie orientieren. Automobilbranche wäre jetzt so ein Beispiel, die über Jahre
einen Technologietrend erstmal liegen gelassen haben. Sie haben es nicht außer Acht gelassen, aber haben es liegen gelassen. Jetzt kommt irgendwer anders rein und jetzt müssen sie sich neu erfinden und neu aufbauen. Aber das Positive ist, immer wenn es irgendwo knackt und irgendwas reißt, ist nicht immer nur negativ, sondern da kann auch was Neues entstehen. Und deshalb könnte man sich ja dieses Ziel vornehmen als Unternehmen, vor dem Riss Signale wahrzunehmen. Das sind nicht nur Marktsignale, sondern auch in einem Unternehmen selbst Dinge, die nicht mehr so rund laufen, zu erkennen oder versuchen zu erkennen, darauf zu reagieren und dann eben versuchen, diese Acht eher in so einer Wachstumsschleife fortzuführen. Jetzt komme ich mal zur ADEX. Das war eine Visionsbeschreibung, die über die letzten Jahre gegeben wurde. Das heißt also, wir machen bauchemische Produkte. Also wenn wir jetzt hier über den Boden laufen, könnte es sein, dass wir ADEX-Produkte unter uns haben. Also wir stehen drauf oder wir haben Wände mit unseren Wandspachtelmassen verkleidet. In der Regel verschwindet alles, was wir herstellen, irgendwie und keiner nimmt es wahr. Wir sind aber relativ groß und weit in der Welt verbreitet, haben uns da auch einen Namen erarbeitet als Qualitätsführer für spezielle Lösungen. Das heißt also, wenn es besonders schnell gehen soll am Bau, das heißt Zeitdruck ein Thema ist, dann kommen wir ins Spiel. Wir sind immer die teuersten in der Regel, aber das Leistungsversprechen in den Produkten hält das eben dann auch und kann für gewisse Dinge super eingesetzt werden. Das war der Ansporn, der uns getrieben hat. Und da sehen Sie drin, dass eigentlich Specialty Building Materials so das Keyword oder dieser Key Phrase war, um den wir uns über Jahre gedreht haben. Das heißt also, wir waren in der Produktentwicklung sehr, sehr stark klassisch R&D getrieben. Was dazu führte, dass wir in so einen Zustand eines Waschmittelherstellers gekommen sind. Kennen Sie das Waschmittelparadox? Ich kann immer noch schöne, lustige grüne Kügelchen irgendwie reinschmeißen und noch eine Formel mehr dazu nehmen, aber das T-Shirt wird einfach nicht mehr weißer. Ja, genau das Problem haben wir beim Fliesenkleber. Mehr als halten ist schwierig. Ja? Und dementsprechend waren wir irgendwie gezwungen zu gucken, wie geht die Reise denn weiter von da aus? Was können eben die Entwicklungsmöglichkeiten sein, auch mit veränderten Voraussetzungen, die wir in unserer Branche finden? Also wo wollen wir und wer wollen wir sein in einer Welt, wo das Fliesenlegen nicht mehr so dominiert als Verarbeitungstrend? Wo wollen wir sein, wenn es kein Wasser mehr gibt? Wo wollen wir sein, wenn Sand, und das ist weltweit ein Riesenthema, nicht mehr verfügbar ist? Gerade kam aus der Rezeptur, aus dem Erfolgsrezept Zement. Zement ist eine Grundzutat für unsere Produkte. Nur die letzten 2-3% in der Rezeptur machen den Unterschied zu einem klassischen Zement aus. Nur Zement besteht erstens viel auf Sand, und zweitens ist es sehr energieintensiv, wenn wir die aktuelle Diskussion irgendwo im Kopf behalten. Das heißt also CO2, Klimapolitik spielt setzen einen entscheidenden Hebel. Das kann innerhalb von kürzester Zeit auch regulatorisch ein Riesenthema sein. Das heißt also, dass Bauprodukte auf eine rote Liste kommen. Und dann sind Sie als Hersteller von solchen Produkten schnell in der Zwickmühle, was machen sie denn dann? Ja? Und das geht schneller, als man manchmal denkt, gerade wenn es um Rarressourcen oder Umweltthemen geht. Und das war dann auch für uns die Frage, mit diesen veränderten Parametern draußen, wie schreiben wir denn unsere Unternehmensgeschichte irgendwie weiter und fort, wenn alles digitalisiert und transformiert ist. Ja? Digitalisierung an sich ist ja nicht wirklich innovativ. Das sind Tools, Hilfsmittel, die man nutzen kann, um Dinge besser, effizienter, schneller zu machen. Aber an sich ist es keine richtige Innovation oder keine Disruption für eine Produktentwicklung, sondern es hilft uns dabei, Dinge anders und vielleicht auch besser zu machen. So, dann sind wir bei VUCA. VUCA brauche ich nicht nochmal aufnehmen, haben wir einen hervorragenden Vortrag von Jan Freitag gerade gehört. Das heißt also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und diese Doppeldeutigkeit. Man weiß gar nicht so richtig, wie man da sich positioniert. Aber vielleicht ist auch in diesem VUCA, zurückkommend auf unser Erfolgsrezept, dass wir es ja in der Hand haben, auch eine andere Chance inbegriffen. Das heißt also, wir können Visionen entwickeln, Verständnis entwickeln, eine Klarheit für uns aus dieser Unsicherheit ableiten tatsächlich und agil, aktiv etwas umgestalten. Für uns
Bei ADEX haben wir es so definiert, dass wir viele unternehmerische Chancen sehen aus diesem komplexen Zusammenspiel, das Ding. Dafür müssen wir aber aus der Klammer der Bauchemie so ein bisschen ausbrechen oder dem klassischen Verständnis. Das ist sehr, sehr schwierig, das ist ein kulturelles Problem bei Unternehmen, da muss man sich selbst hinterfragen und auch wirklich eine Grundsatzfrage stellen, wie möchte ich in der Zukunft eigentlich agieren? Will ich ein aktiver Player und ein Stakeholder in der Zukunft sein oder verwalte ich das, was ich habe und komme damit auch noch sehr, sehr gut zurecht? Das heißt also, diese Chancen, diese vielfältigen, mit dem A akzeptieren, abwägen und dann aber auch annehmen und aktiv umsetzen. Das ist so die Haltung, die bei uns Einzug gehalten hat und mit der wir ganz gut fahren. Ich möchte dazu eine kleine Übung machen, ich will Sie nicht überstrapazieren mit irgendwelchen Fragestellungen. Kennen Sie das? So eine Neunfeldkreismatrix. Ich würde Sie mal bitten, das gedanklich oder auf dem Papier mal mit möglichst wenig Strichen zu verbinden, dass alle Kreise miteinander verbunden sind. Nehmen wir uns mal 10 bis 15 Sekunden. Müssen die Striche zusammenhängen? Oder? Herangehensweise ist ganz egal. Möglichst wenig Linien, um alle Kreise miteinander zu verbinden, dass alle Kreise verbunden sind. Fertig, okay. Ich habe noch ein bisschen gebraucht. War schon. Ja, genau so. Das ist ganz falsch. So, ja. Ich frage, darf man auch diagonal gehen? Oder muss man alles ist möglich. Wer hat 6 gebraucht? 5? Okay. 4? 3? 2? 1? Es gibt keine richtige Lösung, aber ich gehe nochmal zurück. Der Klassiker wäre, man bleibt in diesem Rahmen, einer quadratischen Begrenzung und überlegt dann, wie komme ich da hin. Eine Lösung könnte sein, Sie gehen erstmal von da oben, meinetwegen anfangend, runter, hoch und dann kommen Sie eigentlich in diese Komplexität, dass Sie nicht mehr weiterkommen mit wenig Strichen. Dann müssen Sie über den letzten hinausgehen. Ich zeichne das mal auf. Oh, Verzeihung. Hätte ich auch mal vorbereiten können, ne? Ja. Also, wenn Sie hier anfangen, runtergehen, rausgehen, rüber, wieder raus, rein, haben Sie alle verbunden. So. Wenn Sie das Ganze anders gehen und sagen, warum muss ich es mit unterschiedlichen Strichen und Führungen machen, dann können Sie natürlich auch hier anfangen, in einer Linie durchgehen oder einen Kreis bauen. Alles ist erlaubt, setzt aber gerade hier auch im Raum, wir hatten verschiedene Lösungswege, ein Verständnis voraus, dass jeder anders denkt, jeder anders sieht. Und einfach mal aus den gegebenen Strukturen auszubrechen, ist da eigentlich das, was ich Ihnen in diesem Moment mitgeben wollte. Das führt dazu zu einer Frage, wird Ihnen im Unternehmen vielleicht auch schon mal das ein oder andere Mal vorgekommen sein. Das geht nicht. Das haben wir immer schon so gemacht. Prozesse lassen das nicht zu. Wir als Unternehmen können das nicht leisten. Ja? Dann ist die Frage, dieser Baum, der existiert wirklich in Asien. Es sind 40 verschiedene Pflanzenarten, die in einem Baum wachsen. Da frage ich mich doch, warum eigentlich nicht? Und diese Muss-Transformation oder diese Warum-eigentlich-nicht-Transformation können wir uns ganz schnell in so ein Verständnis dieses Playful Mindsets, also nochmal einen anderen Blick akzeptieren und auch riskieren. In wie können wir es eigentlich machen oder wie könnte es anders funktionieren? Wie könnte eine andere Herangehensweise an die Themen sein? Denn genau das machen diejenigen, die die etablierten Branchen und Industrien angreifen. Die finden einen anderen Zugang. Anderes Kundenbedürfnis, anderes Vehikel, was genutzt wird und adressieren einfach einen anderen Bedarf, den wir für uns als jetzt bei mir im konkreten Beispiel Biochemie nicht auf dem Schirm haben, nicht akzeptieren, nicht nachvollziehen können. Also wie können wir veränderte Bedürfnisse befriedigen oder Technologien entwickeln, die für die Zukunft relevant sein können. Wenn wir uns mal zurückbesinnen, irgendwie haben ja Unternehmen mit einer Historie
auch irgendwann mal angefangen. Wie hat das eigentlich angefangen? Es hat ja nicht am Reißbrett, jetzt mache ich mal hier ein Unternehmen und dann plane ich dies und jenes. Klar, gab es einen Businessplan, aber irgendwer hat ja damals eine Idee gehabt und was gemacht. Und was in den Jahren eines Bestandsunternehmens oder eines sogenannten Legacy-Unternehmens dann wächst, ist einfach in diesem Trott zu bleiben, sich dort einzunisten, dort auch mit inkrementalen oder inkrementellen Verbesserungen, Innovationen, sich immer noch für innovativ zu halten, aber den nächsten großen Sprung gar nicht mehr zu wagen, fällt dann schwer, weil das auch kulturell nicht ganz einfach ist. Aber zurück zu den Wurzeln und dann in die Zukunft ist so ein bisschen die Aussage, die mich da umtreibt. Warum geht eigentlich dieses Unternehmerdenken oder das unternehmerische Startup-Gefühl in solchen Unternehmen verloren? Wie kriegen wir das wieder zurück? Wie kann man das wieder nach vorne bringen? Wie wir uns dem Ganzen nähern, wie wir zu Innovationen kommen und auch kritisch mal Dinge, die draußen passieren, hinterfragen, ist, wir gucken uns sogenannte Megatrends an, die allumfassend erstmal alle Bereiche global und sozioökonomisch betreffen. Aus diesen Feldern haben wir uns Fokusfelder rausgesucht, wo es mehr Schnittstellen gibt, die auch eine direkte Implikation auf uns und unser Dasein als Unternehmen haben und sind dann dazu gekommen, jetzt müssen wir erstmal die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja, was heißt das denn für uns? Kann ja sein, dass ich jetzt irgendwie sage, na gut, Wetter verändert sich, brauche ich Gummistiefel, wird immer heißer, aber macht nicht wirklich Sinn. Na, also nur übertrieben jetzt hier aufzuregen. Wir haben uns als Spielveränderer sehen wollen und Sie erinnern sich an die Vision, die ich gerade reingegeben habe. Wir wollen in der Zukunft Dinge etwas anders machen und sind gruppenweit zu einer etwas weiter gefassten Visionsformulierung gekommen. Da sehen Sie schon, dass es nicht mehr nur rein produktbezogen eine Fokussierung gibt, sondern wir möchten eigentlich mehr in diesem gesamten Baukontext mit Systemen und Services vorgefunden werden und auffindbar sein. Das heißt also nicht mehr nur reduziert auf eine R&D, produktgetrieben, sondern eher ein größeres Wirkungsfeld, einen größeren Kreis zu bespielen. Und zusammengefasst würde ich es für meinen Bereich so eine Lösung für die gebaute Umwelt. Es kann alles sein. Können digitale Aspekte sein, die vom Prozess her optimieren, es können neue Materialien sein. Es können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, die mit der klassischen Produktentwicklung eines Fliesenklebers 0,0 zu tun haben. Das heißt, nochmal ein bisschen distillierter, für uns sind die fokussierten Entwicklungsfelder in diesen fünf Bereichen zu finden, nicht als Einzelwolken oder Inseln zu betrachten, sondern mit ganz, ganz vielen verzahnten Dingen. Das heißt also, es gibt eine größere Betrachtung auf das Thema Lösungen für die gebaute Umwelt. Und alles kann irgendwo miteinander zusammenhängen. Wenn Sie sich anschauen, Riesenthema ist Fachkräftemangel in unserer Branche. Das heißt also, wir haben ein Problem, dass der klassische Verarbeiter immer weniger auf der Baustelle wird, also der Profi-Handwerker. Was machen wir da? Soll er weiter gebaut werden? Also werden sich neue Trends herauskristallisieren. Ein Thema, was Sie bestimmt schon mal gehört haben, ist Prefab. Das heißt also, vieles wird nicht mehr auf der Baustelle hergestellt, sondern irgendwo in einem abgeschotteten Bereich, fernab von der eigentlichen Baustelle und dann wird es dahin gebracht. Wasserlose Baustelle, modulares Bauen, alles sowas. Ja, da sind wir nicht als Alex. Bislang. Ja? Wir sind auf der Baustelle, der Handwerker geht zum Handel, kauft sich einen Sack Fliesenkleber, geht zur Baustelle, rührt den an, verarbeitet den. Wenn es aber diese Baustelle klassisch nicht mehr gibt und vor allem auch den Verarbeiter nicht, dann müssen wir uns überlegen, was wir noch liefern wollen. Und wollen wir nur Säcke liefern oder können wir vielleicht in der Prozesskette oder in Themen auch nochmal eine andere aktive Rolle einnehmen? Deshalb ist Automation, Robotik ein Riesenthema. Das geht aber dann wiederum nur, wenn das passende Material entwickelt wird. Material im Zusammenhang mit Circularity, das heißt also eine Kreislauf- und Wiedernutzbarkeit von Materialien spielt eine Rolle, spielt auch wieder oben rein. Also das heißt, Sie sehen, es hängt alles zusammen, wenn wir über Prefab und Smart Building nachdenken. Unser Mörtel ist nicht digital, da sind keine Einsen und Nullen drin in dem Sack. Ist aber eine Anforderung für die Zukunft, dass Gebäude smart sein wollen. Wenn wir uns jetzt sagen, na gut, das ist ein Trend, den lassen wir vorbeilaufen, weil wir keine Computer herstellen, richtig. Aber wie können wir trotzdem als Lösungsanbieter für den Bau und gebaute Umwelt heißt halt auch smarte Gebäude und smarte Häuser, was kann ADEX da für eine Rolle spielen? Sie sehen also dieses Wirkungsfeld außerhalb des klassischen Produktsegments der ADEX, nämlich ein bauchemisches,
anrührbares Produkt zu machen, ist weit gefasst. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Wege, wie wir zu solchen neuen Ideen oder neuen Kooperationen und Kollaborationen kommen. Haben wir 5 aufgeschrieben, wie wir uns dem Ganzen nähern. Es gibt noch Dinge, die wir selbst können. Das heißt also, wir machen es selbst mit unseren R&D-Leuten und internen Kräften. Das weit verbreitetste in meinem Bereich außerhalb des Kerngeschäftes ist aber dieses Co-Create-Modell. Das heißt also eine Kooperation mit kleinen Startups, mit Entwicklern oder auch größeren Partnerunternehmen aus anderen Industrien. Man kann partnern. Das Partnern ist aber schon wieder ein bisschen größer gefasst auf einer Firmenkooperationsebene, nicht auf Projektebene. Wir können Lösungen kaufen, kommt eher selten vor. Und ein Vehikel, was nicht nur bei uns, aber in der gesamten Industrie natürlich in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist zu venturen. Das heißt also Investments und Beteiligungen in neuen Unternehmen zu tätigen. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, Sie sehen ein Startup, die sind auf der Suche nach Kapital, nach Geld, um ihre Pläne umzusetzen. Und Sie sagen, ach, da gibt es einen strategischen einen Haken, an dem ich mich gut aufhängen kann oder dem könnte ich helfen. Dann ist das einmal das strategische Investment, das für uns interessant ist. Und dann gibt es auch noch das Finanzinvestment. Das heißt also, wenn Sie irgendwo einen Venture-Arm in einem Unternehmen haben, der über die Branchen hinweg einfach interessiert ist an eigentlich eher Exit getrieben. Das heißt, sie wollen irgendwo in der Zeit aussteigen aus einem Startup, das Finanzierungsvehikel, Investment nutzen, um dann Geld zu machen. Dann ist das nicht unser Ansinnen, sondern wir gehen in strategische Investments und Corporate Venture über Branchenfonds oder dann auch Startups, die mit der Bau- oder Construction Tech und Prop Tech Szene zu tun haben in der Regel. Gerade angesprochen, der Design Thinking Prozess. Wir haben 2013/14 angefangen, auf meine Initiative hin, mal Prozesse zu durchdenken. Wir haben einen klassischen Stage-Gate-Prozess für Produktentwicklung bis dahin gehabt. Das heißt also auch ein Funnel am Anfang, wo Ideen reinkommen, dann wird das durchgeplant und hinten raus kommt in der Regel ein Produkt. Ich habe damals die Blue Sky Task Force ins Leben gerufen bei der ADEX, die sich bewusst mit Themen außerhalb des Wirkungskosmos der ADEX beschäftigen sollte und durfte. Da habe ich mir das okay von den Gesellschaftern und vom Vorstand geholt, dass wir in die Richtung gehen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben unternehmensintern weltweit 3000 Leute angeschrieben und denen das Angebot gemacht, sich für diese Taskforce zu bewerben. Nicht klassisch R&D, ihr macht jetzt mal Innovationen, sondern es könnten sich alle, die sich irgendwo für das Thema Noise und irgendwo Signal erkennen, bewerben, haben Einreichungen gemacht, es wurde bewertet über den Prozess, haben eine Taskforce gegründet von 15 Leuten. Und in dieser Taskforce wurde damals das Instrument des Design Thinkings bei ADEX das erste Mal vorgestellt. Und wie der Jan Freigang das präsentiert hat, ist genau dieser Prozess mit Unterstützung von externen Beratern, nämlich vom Hasso-Plattner-Institut, in dieser kleinen Gruppe durchexerziert worden. Und was war das Ziel? Nicht nur aus dieser Gruppe Ideen zu generieren, sondern auch mit dieser Gruppe Multiplikatoren im Unternehmen zu generieren. Das heißt also, wenn wir den Kulturwandel irgendwo treiben müssen, dann muss es von oben natürlich gestützt werden, aber ich brauche auch Leute, die das auf der anderen Ebene mittragen und auch sagen, Mensch, das hat einen Wert und in den Teams und in den Prozessen einfach schon Veränderungen eher nicht aufoktroyiert, sondern intrinsisch bewirken. Und das war unser Ansinnen, als wir diese Taskforce ins Leben gerufen haben. Da sind viele Projekte ideelig entstanden, konzipiert worden und das ganze Modell dieses Design Thinkings zieht sich eigentlich durch diesen strategischen Innovationsbereich abseits des klassischen R&D-Projektgeschäfts durch. Ich habe es ein bisschen anders aufbereitet, weil bei uns ist ganz, ganz deutlich geworden, dass das erstmal überhaupt kein Ende gibt. Ja, man fängt irgendwie an und durchläuft Achten, Schleifen, Kreise und dann stellt man irgendwann fest, ja, so richtig auf dem richtigen Weg sind wir nicht, dann springen wir nochmal zurück oder man kommt über Erkenntnisse beim Testen darauf, dass man vielleicht nochmal in die Ideenphase rein muss, weil man das umdenken muss. Also man hat hier nie irgendwo einen Anfang, sondern kann auch wild nochmal in den Iterationsschleifen, wie es so schön heißt, wenn das Produkt oder der Service und die Dienstleistung entstehen, immer nochmal lustig hin und her springen. Aber in der Regel ist es so. Wir versuchen am Anfang zu erkennen, was könnten Bedarfe, Notwendigkeiten sein. Daraus definieren wir eine Zielvorstellung, eine grobe,
dann geht dieser Ideenprozess los und wir unterstellen erstmal, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und dann, ja, da können wir uns lange drüber unterhalten, wie das theoretisch sein kann, aber dann muss es gemacht werden. Wir brauchen mal Prototypen, MVP oder irgendwas. Und den bauen wir in der Regel in dem Bereich, in dem ich da unterwegs bin, sehr, sehr schnell auf oder versuchen, so schnell wie möglich an was Greifbares zu kommen. Denn nichts ist tödlicher, wenn Sie zum Vorstand gehen müssen und für solche Innovationsprojekte, mit denen ich da unterwegs bin, um Geld betteln. Und Sie kommen mit einer schnöden PowerPoint-Präsentation und versuchen einem Vorstand, kurz vor, manchmal nach 60-Jährige, die dort sitzen, so ein total hippes Thema richtig schmackhaft zu machen und sagen, das kostet uns jetzt eine Million. Da sagen die erstmal, Moment. Wenn sie aber sagen, ich kann Ihnen da mal was zeigen, das können Sie anfassen, das haben wir schon mal verprobt, der Ansatz könnte in die richtige Richtung gehen, dann haben Sie eigentlich schon implizit so einen kleinen Funken gesetzt, der idealerweise so einen Flächenbrand auslöst. Das ist mir jetzt noch nicht so gelungen, weil der Gesamtvorstand irgendwo natürlich erstmal auch guckt, Geld, was in solche Innovationen reinläuft, ist erstmal weg. Da müssen Sie auch bereit sein. Also die Unternehmensführung muss einfach sagen, wenn wir in Neues investieren wollen, kann ich nicht den klassischen ROI-Ansatz fahren. Das heißt also Return on Invest bei richtig innovativen Produkten ist am Anfang sehr, sehr schwierig. Das werden Sie in der Phase, wenn Sie daran arbeiten, erkennen, wo könnten wirklich die Marken sein, welche Preisstellung habe ich, was leitet sich als Bedarf tatsächlich ab. Aber im klassischen Planungsansatz bei so fundamentalen Research-Projekten schwierig umzusetzen. Das heißt also, wir müssen irgendwo einen Funken reinkriegen in die Köpfe, wo daraus hervorgeht, okay, das könnte was sein, das macht Sinn, ja? Da könnte man dran arbeiten. Und dann geht es weiter und dann probiert man das zu optimieren und geht rein und eben nicht mit der 120%-Lösung. Bei uns noch sehr, sehr schwierig, klassische Technik, R&D auf den Punkt zu kriegen, naja, lass uns doch mit der 80%-Idee erstmal verproben, gar nicht den großen Marktstart irgendwie machen, sondern in selektierten Gruppen zu gucken, wie kommt das an? Sind es überhaupt die Verarbeiter der Vergangenheit, die mit dem Produkt der Zukunft arbeiten müssen? Ein Tipp an dieser Stelle, fragen Sie nicht zu sehr Ihren Kunden nach Rat, wie die Zukunft aussehen soll, sondern hören Sie zu. Das ist das, was du gesagt hast, Jan. Es ist nicht die Aufgabe bei dem Design Thinking in den Interviews zu fragen, wie wünschst du dir etwas? Wie sieht deine Zukunft aus? Sie müssen ein Verständnis dafür entwickeln, was sind so Schlüsselwörter oder Signale in diesen Gesprächen? Wo liegt eigentlich ein Painpoint? Was kann ich adressieren? Und die Lösung kommt nicht von Ihren Kunden, sondern die müssen Sie idealerweise bringen, weil sonst wird es der Kunde selbst machen, baut ein Startup und greift Sie von der Seite an. Ja? Sie müssen sich in die Lage versetzen, zu verstehen, was draußen an Signalen so umherschwirrt und das irgendwo für sich zu nutzen, daraus was abzuleiten. So, jetzt kommen wir zu den Herausforderungen und zu dem, was ich für unsere Branche, für den Mittelstand, für etablierte Unternehmen, auch aus meiner Erfahrung, die ich vorher gesammelt habe, immer wieder gesehen habe. Wir haben eine sehr, 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 sehr gut funktionierende Grundlage, die beschert uns auch die Umsätze und die Einnahmen, die wir brauchen, um überhaupt so arbeiten zu können, wie wir arbeiten. Das heißt also, hier ist, ist schon eine Großmutter, ne? Unterwegs, die aber alles noch so richtig im Griff hat. Nur macht es Sinn, wenn wir über Innovation sprechen und einem Unternehmen eine Verjüngungskur aufzuoktroyieren. Ich kann die zwingen, aufs Skateboard zu steigen und einen hippen Rucksack zu tragen. Fällt aber in der Regel der Dame oder dem Herrn schwer, genauso wie es Unternehmen schwer fällt. Das heißt also, was wir uns überlegen müssen, ist Innovation eher als Fortschreibung und inkrementellen Ansatz zu verfolgen in dem, was wir können. Dann kann das funktionieren, dann kann ich auch noch irgendwo mit dem bestehenden Setup arbeiten. Wenn ich aber dieses Feld adressieren will, der Disruption und wirklich auch Neues für die Branche, Neues fürs Unternehmen, Neues für die Welt auf den Weg bringen möchte, dann muss ich mich anders aufstellen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Es fällt etablierten Unternehmen extrem schwer, aus diesen Bahnen rauszukommen. Wie auch nicht. Sie haben über die letzten 70 Jahre in Produktionsanlagen investiert, in Logistikketten, in partnerschaftliche Beziehungen zu Rohstofflieferanten. Es geht hier nicht
entweder oder, aber sowohl als auch. Und wenn man Disruption zulassen möchte, brauchen sie eben Anker, aus diesem etablierten Kontext rauszubrechen. Ich würde das ganz gerne von einem Familienbild darstellen. Wir sind ein Familienunternehmen als ADEX. Das heißt also, die Gesellschafterfamilien sind immer noch im Beirat vertreten und sehr interessiert an den Prozessen und Entwicklungen der Firma. Aber wenn man es mal runterbricht auf das, was eigentlich passiert, müsste man eher so ein Modell im Kopf haben einer Familie. Wenn Sie sich überlegen, warum, wer Kinder hat, fragt sich das vielleicht häufiger, warum habe ich die? Ja? Die einen würden sagen, ach, weil die süß sind und weil die irgendwie nett und schön anzusehen und macht ja auch gesellschaftlich was her, wenn man so ein Kind hat. Andere sagen, ach, eigentlich, wenn man sich das so richtig überlegt, der Ansatz, irgendwie soll es weitergehen. Ja, es ist Evolution, es soll weitergehen. Und wenn Sie es nicht verstehen oder diesen Punkt verpassen, dass es nicht weitergehen kann, ich würde es eben auf die Töchter oder die Söhne mal übertragen. Die machen viel Mist. Die brauchen Zeit, die brauchen Führung, die brauchen Unterstützung. Und da geht es dann eben auch irgendwann um dieses Beziehungsmanagement von Erwartungen und Beziehungen. Und das können Sie übertragen auf alles im Unternehmen, aber auch wie erwarten Sie etwas von Ihren Partnern in einer VUCA-Welt? Wo wollen Sie sich da sehen? Mit wem sprechen Sie? Wie sprechen Sie mit denen? Als Unternehmen in den letzten Jahren sind Sie in diesen Startup-Markt reingegangen und gesagt, Moment mal, ihr habt eine schöne Idee, aber wir wissen, wie es läuft. Falsch. Augenhöhe, Beziehungsmanagement, Erwartungen. Mit solchen Menschen wollen Sie privat nichts zu tun haben, die Sie von oben herab betrachten. So muss das im Unternehmen genauso sein. Wenn Sie also mit vermeintlich kleineren sprechen, die aber was können, akzeptieren Sie mal, dass die auch was drauf haben. Sie werden das alle machen, ich sage das jetzt einfach. Ja, aber es geht um Beziehungsmanagement und Erwartung. Und dann haben wir eine Komponente, die ist nicht zu vernachlässigen und vor allem nicht zu verachten. Wenn wir über den Bereich sprechen, in dem ich da unterwegs bin, im Innovationsbereich, dann gibt es biologische Voraussetzungen und Limitierungen. Es ist erwiesen, dass Menschen wie wir, die hier sitzen, ab 40 Probleme haben mit Veränderungen. Ist schwierig. Wir haben uns irgendwie an alles Mögliche gewöhnt, wollen das nicht mehr fallen lassen, wir haben unsere Verpflichtungen aufgebaut, wird total schwer, ist erwiesen, ab 40 nochmal so einen richtigen Umschwung hinzukriegen. So, jetzt gucken Sie sich mal die Geschäftsführung von Unternehmen an. In der Regel sind sie nicht jung. Wenn sie einen Vorstand haben, ist der nicht jung. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Es fällt schwer, in solchen Strukturen mit disruptiven Unternehmen zu konkurrieren, wenn einfach das Hirn nicht mehr mitspielt. Das ist keine Behinderung. Das ist menschlich, aber hinderlich. Ja, ja. Wenn Sie jemandem erzählen sollen, so, du hast das jetzt alles im Ingenieur, im Wirtschaftswissenschaftler, allen, die Sie irgendwo als Berufsfelder kennen, irgendwann sagen, so, und jetzt vergiss das mal und guck mit einem anderen Blick auf die Dinge, das fällt schwer. Das fällt schwer. Aber vielleicht eine Durchmischung, ne? Oder eine neue Kultur im Unternehmen zu etablieren, das könnte was sein. Und was mir auffällt, ist, wir sprechen immer über Innovationsmanagement. Management, wir managen alles. In der VUCA-Welt, wie wollen Sie denn Unsicherheit managen? Wie wollen Sie Agilität managen? Ich habe da so meine Probleme. Lösung dafür, meines Erachtens, machen. Sie brauchen Macher. Die es anpacken, die in kleinen, agilen Teams wirklich die Herausforderung annehmen, nicht karrieregetrieben managen, verwalten, gucken, wie sie dann die nächste Stufe irgendwo mit einem politisch oder sauber initiierten Karrierepfad geplant irgendwo hinkommen. Sie brauchen für sowas Macher, die etwas anpacken und diesen Unternehmergeist im Unternehmen mitbringen und sich zurückbesinnen eigentlich auf die Stärken, wie auch Ihr Unternehmen irgendwann mal entstanden sein wird. Wir alle können Helden sein. Ja? Ich zeige Ihnen das nicht, weil ich ein Fan von diesem Franchise, wie man es so schön nennt, bin.
aber ein Stück weit auch, ja, wenn sie Kinder haben im Alter, wo so Superhelden eine Rolle spielen, können sich auch als Erwachsener gut reinfallen lassen in solche Welten. Aber was dahinter liegt, ist eigentlich das, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, warum ist Marvel, also Marvel ist die Firma, die diese ganzen Superhelden irgendwo aus der Taufe gehoben hat oder dann auch auf die Leinwand bringt, warum sind sie so erfolgreich? Und ich finde, ein Zitat von dem CEO der Marvel Studios trifft es ganz gut, was ich gefunden habe. Können Sie ja selbst lesen, ich kann es auch nochmal vorlegen. Ich wollte von Anfang an die Definition dessen, was ein Marvel-Film ausmacht, kontinuierlich erweitern. Wir versuchen, das Publikum an uns zu binden und immer weiter zu vergrößern, indem wir Unerwartetes tun und nicht einfach einem Muster, einer Form oder einer Formel folgen. Resoniert das mit Ihnen so? Wir wollen neue Zielgruppen, neue Kunden, wir wollen eigentlich immer weitermachen. Ich fand, das ist ganz treffend. Und wenn man sich das mal anschaut, was die in den letzten Jahren gemacht haben, was haben die denn in der Struktur verändert im Gegensatz zu anderen Franchises? Franchises sind eigentlich Marken unter diesem Marvel-Kosmos, die man mit neuen Charakteren weiterentwickelt und neuen Produkten sozusagen weiter ausstattet. Ich habe das auf 4 Punkte runtergebrochen. Was haben die gemacht bei Marvel? Sie haben sich immer Quereinsteiger geholt. Wenn Sie es im Film überlegen, Regisseure, die vorher vielleicht eher Horrorfilme gedreht haben, Komödien, keinen klassischen Action-Blockbuster, denen mal die Aufgabe zu geben, denk mal einen Superheldenfilm, dramaturgisch anders als das, was wir so kennen. Was aber da war, ist ein stabiler Kern. Das heißt also ein Kernteam, was die Kultur und auch das, wofür Marvel stehen soll und auch die Geschichten stehen soll, durchhält. Dieser Kern wird ergänzt durch diese neuen Mitspieler, durch Kooperationen und Kollaborationen. Dann immer wieder fragen, ach, ist das eigentlich noch so irgendwie attraktiv oder können wir es anders erzählen? Also sich ständig auch mit dem Status quo auseinandersetzen, wo stehen wir, was erwarten die Leute, was können wir anders machen, sind wir da noch richtig unterwegs? Auch zu hören, zuzuhören, was ist draußen los, was ist gesellschaftlich los, was treibt die Menschen um? Und neugierig bleiben. Wollen, etwas Neues zu schaffen. Interessiert sein, tatsächlich interessiert sein, diese Empathie aufzubringen, immer wieder dran zu bleiben, das ist eine Aufgabe. Man muss halt sagen, es muss ein intrinsischer Antrieb sein für Unternehmer und Unternehmen, zu sagen, nee, wir bleiben nicht da stehen, sondern was ist da draußen noch los? Wo könnte es wieder neue Verknüpfungen zu unseren Kompetenzen geben? In diesem Netzwerk unterwegs zu sein. Nämlich auch am Ende. Versuchen Sie mal den Sprung ins Wasser. Macht Spaß. Arschbombe oder Körper, ganz egal. Einfach machen. Vielen Dank.